Herzlich willkommen, Freunde. Just von Kiro hat uns ein Team zusammengestellt aus Chillabel, Gewaltro, Pikachu, Psyana, Togetic und Maskeregen. Und er hat eine feste Taktik vorgesehen für dieses Team. Und zwar sollen wir mit Psyana leaden und Schilde raushauen. Danach Maskeregen soll übernehmen und Pikachu soll die Endnote darlegen. Mal gucken, ob das funktioniert. Bin schon mal gespannt. Unser Gegner mit Kapels, Glurak, Voltolus, Uhafni, Gengar und Azumarill könnte natürlich ein hartes Stück Arbeit werden. Vor allem für diese Taktik, für diese Aufstellung bin ich mal gespannt. Denn diese Taktik, die er vorgeschlagen hat, hat keinerlei Abweichungen von dem, was ich jetzt gerade genannt habe. Also keine Alternativtaktiken oder keine Alternativen, sondern sie ist so fest eingeschrieben. So, mal gucken, ob sich das hier irgendwie spielen lässt. Effektiv spielen, das sagen wir es mal so. Ach ja, Uhafen hier. Ich finde diese, so wie es aufs Feld kommt, dieses Gemeckere, finde ich so eigen. So nennen wir es eigen. Luftschnitt. Autsch, das tut weh. Lichtschild. So. Danach machen wir gleich den Reflektor hinterher. Wenn wir das noch durchhalten, ist die andere Frage. Nein, es krittet. Dadurch ist der Überlebensfaktor da gleich 0. Okay, jetzt haben wir hier Maskeregen. Wir haben ein Lichtschild draußen. Das heißt also, wir haben da einen gewissen Punkt erreicht, wo es klappen könnte. Wenn es natürlich krittet, ist es natürlich wieder komplett für den Hintern. Aber wir müssen mindestens ein Falterreigen rausbekommen. Am besten zwei. Und das funktioniert ja prächtig. Nämlich gar nicht. Leider, leider. Na gut. Wir haben mindestens ein Schild draußen. Und da wurde die Verbindung unterbrochen. Von meinem Gegner. Das war natürlich sehr schön. Wieso auch immer. Mal gucken, ob wir jetzt noch fix einen weiteren Gegner finden. Yep, einer aus Japan, dessen Zeichensetzung ich wieder nicht lesen kann. Na gut, versuchen wir eben die Taktik hier erneut. Also, hier, da und das. Auf geht's. Na komm, gib deine Pokémon ein. Mit Logok, Groudon, Dimeteros, Metacross, Kangama und einem Noctu. Oh je, ich sehe Kangama und denke mir nur so, oh Gott, bitte nicht. Das denke ich mir gerade. Na gut. Auf ein neues, versuchen wir es nochmal. Mit dem DC war es jetzt nicht unbedingt gerade so schön. Okay. Also nochmal Psyana. Und ein Pokémon. Ja, das ist halt blöd mit den japanischen Schriftzeichen, dass die nicht besetzt sind. So, gerade. So, Reflektor. Erstmal gucken, dass wir hier unsere Defensive aufbauen. Es setzt Fliegen ein. Na gut. Dann nutze ich die Zeit und mache gleichzeitig schon nochmal mein Lichtschild. Warum auch nicht? Das sieht so komisch aus, wenn das Ding da vom Himmel donnert. Na, ein bisschen zu tanky für dich jetzt.
Zauberschein. Ich war gerade überlegen, welche Defensive von dem schwächer war. Ich war mir dessen nicht sicher. Du wirst dir die Zähne ausbeißen. Wir haben jetzt zwei Schilde draußen, mein Freund. Nehmen wir doch lieber Psychoschock. Gucken wir mal, was jetzt effektiver war. Theoretisch, ja, Psychoschock. Na, ich glaube, unsere Taktik wird hier nicht so ganz aufgehen, wenn Psyana das jetzt alleine rockt. Und nochmal Psychoschock. Naja, im Verlauf hat es trotzdem nichts geändert. Wir hatten eh drei Hits gebraucht, ihn zu finishen, also von daher. Okay, da kommt Kangama ins Spiel. Mal einen ernstzunehmenden Gegner. Psychoschock. Jao, ein Mega-Kangama. So wie es sich gehört. Ich hätte nichts anderes erwartet jetzt. Bin ich ganz ehrlich. Okay, Raub. Kann man auch machen. Hätte ich zwar jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Ein zweifaches Raub. So, erstmal jetzt den Angriff noch reduzieren. Wir haben noch ein Schild offen, das ist schön. Machen wir einmal Falter reigen. Oh, es geht direkt in den Wutanfall. Volltreffer. Und der zweite Schlag ist so schwach. Ernsthaft? So. Ich weiß zwar, dass der zweite Schlag, jetzt Schlag, Entschuldigung, so schwach war. Aber, ich gehe jetzt sofort in die Staffette. Es ist immer noch schneller. Hätte ich doch nochmal eine zweite. Aber wir haben jetzt halt den Vorteil, dass Pikachu keinen Gegentreffer einstecken muss. Zack. Hat einen Boost drauf, Initiative, spezielle Verteidigung und spezieller Angriff. Und damit kann auch Pikachu, denke ich mal, gut öffnen. Auf geht's, Pikachu. Ja, Reflektor lässt nach. So, Voltwechsel dürfen wir auf keinen Fall machen, sonst haben wir alles versiebt, was wir hätten versieben können. Na komm, Pikachu. Und tschüss. Kagama's down. Lichtschild lässt nach. So, was hast du als letztes? Ein Krudon. Na gut, ein Proto-Krudon. Das will mir nicht gefallen. Dislike. Okay. Wir können keine Elektroattacken benutzen. Diebeskuss wäre auch ein bisschen blöd. Wir können aber Strauchler nutzen, was Strauchler sehr stark momentan macht, weil Krudon hat das höchste Gewicht im ganzen Spiel. Also von daher, Strauchler. Gucken, ob es reicht. Fast hätte es gereicht. Und das war's für Pikachu. Wir haben ein Riesenproblem momentan. Und das wäre, wir können uns nicht wehren. Wir können uns nicht wehren. Siedewasser ist nutzlos. Wir sind im Eimer. Funktioniert nicht. Also beim besten Willen zu dieser Taktik, ich fand sie sehr interessant. Ich habe sie auch gezwungenermaßen mehrmals einfach blindlings versucht zu spielen. Aber sie ist jetzt das vierte Mal nicht aufgegangen.
Also mit dem Kampf eben und diesen hier. Plus zwei weiteren Aufnahmen davor ist sie jeweils nicht aufgegangen, überhaupt nicht. Und so in der Kombination empfehle ich diese Taktik nicht weiter. Zwar muss man klar sagen, man muss sich schon gucken, was hat der Gegner und so weiter. Aber allgemein muss man echt einen guten Pick erwischen, dass diese Taktik wunderbar aufgeht. Klar, ich hätte bei Kangama weiter boosten können. Aber die Sache ist halt die, ich konnte den Schaden vom allerersten Wutanfalltreffer nicht einschätzen. Deswegen war es mir zu riskant, noch einmal zu boosten. Vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass dann nochmal ein Volltreffer kommt, war ja auch gegeben. Und das war mir dann letztendlich wirklich zu riskant. Und deswegen habe ich direkt die Stafette gemacht. Hätte ich natürlich vielleicht weiter geboostet, wäre riskant gewesen. Ich wusste nämlich auch nicht, ob das jetzt schneller ist oder ob wir schneller sind. Aber ich musste die Risiken ausschließen. Ich brauchte auch den Reflektor. Und der Reflektor, wenn Kangama jetzt weiter angegriffen hätte und wir wären schneller gewesen nach dem allerersten Faltenreigen. Ich weiß denn, man weiß ja nie, wie die Verteilungen sind. Wenn wir schneller gewesen wären nach dem ersten Faltenreigen. Und Pikachu wäre reingewechselt und hätte den Wutanfall abgekriegt, ohne Reflektor, wäre das auch bitter gewesen. Vor allem der Wutanfall hätte noch einen Zug weitergehen können. Das ist so. Ja, wir haben halt dadurch, dass halt das erste Pokémon ja sich hat vom Psyana besiegen lassen, keinen erneuten Reflektor halt aufgebaut. Also allgemein, es ist eine schöne Taktik, aber sie umzusetzen, da braucht man schon in dieser Konstellation, also mit den dreien, ja, braucht man ein bisschen mehr. Vor allem, man müsste auf Pikachu wahrscheinlich in dieser Konstellation eventuell verzichten und ein anderes Pokémon, was seinen Job in dem Moment besser erledigen kann, da reinschicken. Okay, man muss auch sagen, letzten Endes ein Kudon als Gegner zu haben für ein Pikachu ist ja schon ein bisschen heavy. Ja, vor allem Pikachu kann sich ja überhaupt nicht wehren. Und hätte Kudon nicht seine Fähigkeit, hätte Maskeregen wahrscheinlich, obwohl, Maskeregen war zu langsam. Aber allgemein einfach. Wäre es ein anderes Pokémon wahrscheinlich gewesen, hätte Pikachu das locker weggerobbt, aber der Step hat halt gefehlt, um dieses Monster zum Fall zu bringen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Also, bis dahin.